Guten Morgen. Habt ihr gesehen? Es ist kalt. Ich muss jetzt die Hühner füttern. Wir haben jetzt schon 8:40 Uhr. Wir hatten heute Morgen 9 Grad minus und nächste Nacht wird minus 10 Grad. Wundert euch nicht, dass ich hier im Morgenmantel rumspaziere. Aber Kälte gefällt mir. So. Die Ruhe vor dem Sturm. Es ist immer noch verdächtig ruhig. Aber ich glaube, das wird sich im Laufe der Woche morgen ändern. Das ist das Hühnerfutter. Und das ist ein Teil von meinem Holzvorrat. So. Die Hühner kriegen immer so ein bisschen Weizen. Und Mais und Hafer. Ja. Und damit gehe ich jetzt zu den Hühnern. Ich bin eigentlich spät dran. Normalerweise bin ich nämlich immer schon um 6 Uhr da. Aber man darf auch mal ein bisschen. Heute ist Sonntag. Die Hühner wollen auch ausschlafen. Ja, so ist das. Die arme Ukraine. Ich habe gestern eine Dokumentation gesehen, wie lange der Krieg vorher eigentlich schon geplant war. Die Dokumentation war auf ZDF. Ich schreibe den Link mal unten rein. Finde ich äußerst interessant. Zumal war ich extrem erstaunt, wie lange eigentlich alle schon wussten, dass es Krieg geben wird. Und keiner hat was getan. Außer Deutschland 5000 Helme geschickt. Aber die waren auch die Ersten, die gesagt haben zur Ukraine, hey, kapituliert doch lieber. Ja, so ist das. Die russische Besatzung hat Getreide exportiert oder geklaut oder wie man es auch immer nennt, in Milliardenhöhe. Und aktuell, das hat mir Viktoria gestern erzählt, braucht Kiew angeblich 4 Milliarden Hrivna, damit die Stadt weiter mit Gas versorgt werden kann. Aber allgemein ist bekannt, es gibt überhaupt kein Geld mehr. Die Ukraine ist nämlich wirtschaftlich schon total am Boden. 30% der Getreideexporte gibt es jetzt weniger. Dann die Stahlindustrie, die, was glaube ich auch exportiert wird, überwiegend, die ist entweder zerbombt oder kaputt. Und kein Geld da. So, die Hühner haben Hunger. So. Da rein hier. Oh. So viele hungrige Mäuler stopfen wir jetzt. Im Stall sind 2 Grad, also Plusgrade, also 10, 11, 12 Grad wärmer als draußen. Eigentlich sollte es hier wärmer sein. Ich mache den Stall immer noch ein bisschen warm, damit die Hühner mehr Eier legen. Weil im Winter konzentriert sich ja der Organismus mehr auf Warmhaltung und weniger auf Fortpflanzung. Und mit der Wärme im Stall kann man das so ein bisschen unterbinden. Aber die sind alle noch sehr jung, 5 Monate. Die fangen jetzt auch erst an, Eier zu legen. Naja. Thank you.
Ich glaube, zwei Rotlichtlampen reichen. Na, die sind jetzt erstmal versorgt. Die Sonne geht auf. Yeah. Oh je. Blauer Himmel ist nicht immer so ein gutes Zeichen. Also die Raketen kommen normalerweise aus der Richtung und fliegen dann darüber. Da ist nämlich Kiew und das restliche Zentrum der Ukraine. Es ist wirklich kalt heute, aber mein Morgenmantel hält mich schön warm. Und außerdem habe ich eine Mütze auf und einen Schal um. So. Ach, ich verkaufe ja mein Auto schon seit mehreren Monaten versuche ich das. Den Mercedes. Und es meldet sich keiner, überhaupt keiner. Monatelang nicht. Weil entweder kein Geld oder geflüchtet oder wie auch immer. Ah, falsche Richtung. Und in den letzten 3 Tagen rufen 5 Leute an. 5. Und alle mit der gleichen Argumentation, ich brauche dringend ein Auto. Und dann habe ich mal so nachgefragt, was mich interessiert hat. Wieso, weshalb? Und viele wollten sofort vorbeikommen. Und ich sage, ne, ein bisschen was muss noch gemacht werden. Ich sage, Inspektion und hier und da. Und dann sagt mir einer, er will nach Schweden, einer will nach Europa, einer will nach Österreich oder in die Schweiz. Und ich denke mir, Aufbruchsstimmung in Kiew und Umgebung. Einer kam aus Lviv, aus Odessa und alle wollen Ukraine verlassen. Und ich habe den Wagen vor 2 Jahren für 15.000 Euro gekauft. SL500 hat mal 110.000 Euro gekostet vor 20 Jahren. Ist natürlich schon altes Schnäppchen, alter Schinken. Aber die Leute wollen jetzt, und zwar die Leute, die Geld in der Tasche haben, wollen jetzt alle sich mobil machen und verschwinden. Aber warum jetzt plötzlich innerhalb von ein paar Tagen alle auf einmal? Das wundert mich. Wissen die was, was ich nicht weiß? Oder wie darf ich das verstehen? Warum schlägt denn der Hund hier so an? Oh, der Wagen steht noch draußen. Na, ob der anspringen? Guck mal, ich habe gestern hier diese Bottiche gefüllt. Gestern Abend Wasser rein, heute Eisblöcke. und zwar will ich die gleich, ich will einen Zaun draus machen aus meiner Terrasse. Ich will die Eisblöcke dann hier so entlang und dann darum rum. Also umdrehen, heiß Wasser unten drüber und dann plupp, kommt der Eiswürfel raus und dann wieder Wasser rein. Und das mache ich dann so im Kreis bei der Terrasse, sodass ich quasi einen Eiszaun habe. War so eine spontane Idee, sieht bestimmt lustig aus. Ah, ich war gestern bei uns in der Stadt, südlich von uns. Und mir ist aufgefallen, dass plötzlich in der Stadt, so kreisförmig, habe ich gehört, in allen Zufahrtsstraßen der Stadt werden jetzt so Big Packs mit Erde oder Sand und so Betonblöcke aufgestellt. Ist mir neu. Die haben wir natürlich in alle Richtungen schon Kontrollstellen, aber jetzt werden nochmal massive Verstärkungen innerhalb der Stadt gemacht. Also das machen die auch nicht einfach nur so, glaube ich. Also ich habe ja nicht so ein gutes Gefühl. In den nächsten Tagen, diese Woche, sollten wir mit Argus-Augen mal beobachten. So, ich gehe mal rein. Wird jetzt ein bisschen frisch. Und ich sag mal, bis später.
sehe gerade Nachrichten und es gibt Probleme bei der Umsetzung des 100 Milliarden Pakets für das Militär in Deutschland. Die Jagdbomber können wahrscheinlich nicht angeschafft werden, weil die Flugplätze nicht rechtzeitig umgebaut werden können für diese Flugzeuge. Oh je. Naja, die können bestellt werden, aber nirgendwo landen. Wahrscheinlich ist eine Landebahn einen Meter zu kurz oder so. Oder es gibt keine Fluchtwege für die Piloten auf der Rollbahn. Ich wünsche Deutschland, dass ihr nie in einen Krieg kommen werdet. Ich wünsche Deutschland, dass ihr niemals angegriffen werdet.